Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir sind in der Kanalisation. Haben hier den Ogre Magus Ich werde mich im getötet, Handumdrehen darum kümmern. der hier Probleme gemacht hat, aber wir sind hier ja noch lange nicht fertig. Also erstmal hat die Kanalisation ja drei Abschnitte. Oh, eine männliche Leiche. Liegen hier überall Leichen drin? Ja, eine weibliche Leiche. Ein Ninjato. Sagt. Also ja, Dawn packt die Leiche zurück, wo sie hingehört. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen Das sollen darum dann kümmern. Sie die. müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ach, hi. Jetzt sind wir wieder in der Röten Ich werde Nixe mich im im Handumdrehen Unterkeller. darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Müssen wir aber auch erstmal nicht unbedingt hin. So, und das ist kein Übergang. Gut. Also wir haben nur den Übergang hier oben. Gucken wir mal noch hier, ob es hier einen Übergang gibt. Ja, gibt es tatsächlich. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ja, okay. Ihr braucht nur zu fragen. Hier kommen wir. Oh, praktisch. Ich werde mich im Handumdrehen darum Ich kümmern. muss nämlich zugeben, ich habe nachgeschaut. Und eins in einem der beiden Gebäude ist die Quest, die wir noch abgeben müssen. Genau, hier ist Ihr Nadine. Braucht nur zu fragen. Dalinia zeigt den Weg all jenen, die den Weg nach Hause suchen. Es war wirklich sehr freundlich von euch, das für mich zu tun. Was eure Gang geht, so wird er nach Hause kommen, wenn er zu bereit ist. Lasst mich euch diese Halskette als Zeichen meiner Dankbarkeit geben. Sie hat außergewöhnliche Kräfte, aber man muss vorsichtig damit umgehen. Oberflächenbewohner können so dumm sein. So, damit ist unser Ruf jetzt auf 15. Und ich glaube, weiter kriegen wir ihn eh nicht hoch. So, Ninjato. Das ist ein Schnelligkeitsöl, was verdorben ist. Ninjato plus 1, das können wir auch verkaufen. Verlorene Geschenk, das macht Geschoss 11 Mal. Wer trägt gerade keine Halskette? Na, Safana. Ring und Trank. Gut. Worum geht es dies? Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dann nehmen wir mal einfach die Kanalisation hier. Oh, Kanalarbeiter, wo sind wir hier? Ach, wir sind hier an der Stelle, okay. Wie ihr wünscht. Können also erstmal Sie hier wieder Ihre zurückgehen. Noch mehr vergrößern, bevor Sie ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, dann können wir noch hier lang. Gehen wir erstmal unten lang. Wo auch immer wir da rauskommen, können wir dann wieder hier hochgehen wahrscheinlich. Ja, sieht nach einem sauberen Verbindungsgang aus. Noch eine zentrale Verteilerstelle. Kein Übergang hier. Wie sieht es hier drüben aus?
Okay, kein Übergang hier. Ich weiß nicht mal gerade, in welchem Teil der Kanalisation ich bin. Muss ich zugeben. Ob das jetzt der mittlere oder der... Ne, das könnte nicht der mittlere sein. Das da drüben ist der mittlere Teil, weil wir sind ja in einem mittleren Teil von Baldur's Gate rausgekommen. Gehen wir einfach mal hier hoch und gucken. Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Also ja, wir sind im östlichen Teil. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Und ja, zum Thema... Wo war das denn? Nadine und Eurik. Ich habe Eurik Nadines Amulett gebracht und ihr nach Bescheid gegeben, dass es ihr um so gut geht. Sie hat mir zur Belohnung ein weiteres Amulett überreicht. Mhm. Jetzt haben wir ja wirklich nur eine neue Rüstung im Berikost, den Umhang im Berikost. Das mit dem Seher, wo ich hier immer noch den Titanit finden muss. Eisenton, also unsere Hauptquest, und die Quest für Scar mit den Bürgern, was ich jetzt eigentlich ja schon erledigt habe. Okay, jetzt sind wir eigentlich ja fast durch. Mhm. Oh, noch eine Phasenspinne. Hi, Kumpel. Ich nehme dort zu porten, ist keine gute Idee. In welchem Akt sind wir jetzt eigentlich? Im fünften, also im vorletzten. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hey, Kollege! Kadaverarbeiter, was sucht ihr denn hier unten? Das ist gefährlich hier, wenn man sich nicht auskennt. Und es stinkt ganz fürchterlich. Mhm. Hat hier sogar schon die Sprache verhunzt. Gehen wir erstmal nach Norden. So, Grünschleim. Jede Menge Grünschleim. Wobei, es war nur ein Grünschleim. Wieder zwei Leichen. Juppie. Ah ja, und der Weg zurück. Okay. Also da, wo wir als erstes hier gekommen sind. Man sieht, hier ist die Kanalisation ein bisschen anders aufgebaut. Teilweise auch ziemlich klein. Hier geht es nämlich schon wieder woanders hin. Ach, jetzt sind wir schon wieder im
der errötenden Nixe. Wie ihr wünscht. Also im Unterkeller. Ratschild. Ich bin Ratschild. Ich zerstöre alle, die sich meinem Volk entgegensetzen. Spürt ihr den Zorn von Ratschild? Spürt meinen Zorn und zittert. Euer Zorn spürt bei den Göttern. Ihr seid nur ein Kobold. Ich fürchte, ihr verwechselt, wer hier zittern müsste. Zieht vom Leder, Freund, und lasst uns diese kleinen Hündchen noch einen Kopf kürzer machen. Zieht vom Leder, Freunde. Wer genau ist euer Volk? Mein Volk herrscht über die Tiefen, wo die Abfälle eures Volkes hingesiedelt werden. Dort leben wir. Ratschilds Stamm ist stärker als alle anderen. Ratschilds Stamm wurde dazu ausgebildet, alle zu besiegen. Alle. Niemand kann sich Ratschild und seinem Stamm gegenüber behaupten. Das ist ja wunderbar, dass ihr hier unten lebt, wo all unser Müll abgeladen wird. Ihr solltet wirklich stolz sein. Unterschätzt Ratschild. Das haben schon viele gemacht, sogar die Hafner. Und alle haben den Zorn von Ratschild zu spüren bekommen. Ach, hi. Ja? Ich hab keinen Bock zu reden. Sprecht! Oh. So viel zu Ratschild. Ja, mein Schatz. Wenn das euren Führer mit Vergnügen. Oh, ich bin etwas verwirrt. Warum denn ich? Oh. Ich brauch warum denn ich? Jal-Kales? Ich bin immer noch verwirrt. Aha. Ich höre ich zu. Keinen Bock zu reden. Fürs Erste. Sagt ah, Gepäck an. Ist voll. Na, Ratschild hatte schön viele Feuerpfeile dabei. Ganz ehrlich, bei so vielen. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. So, das müssten alle Feuerpfeile gewesen sein. Ja. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, das war Ratschild. Oder Schild oder wie auch immer. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. So, das hier ist jetzt der westliche Teil. Oh. Schlumpschar, der König der Abwasserkanäle. Halt, meine Kinder, es befinden sich Gäste unter unserer Mitte. Ah, ja, ich kann euch jetzt sehen und euren Anführer. Ihr wart ein Bücherwurm. Ja, Bücher sind gut. Und ein Kind des Schicksals. Hey, ich habe von euch gehört, Benno. Ich habe euren Namen in diesen steinigen Hallen flüstern gehört, wo sich das Tropfen des Wassers mit dem Gurgel der Toten vereint. Sie haben eure Tod gewünscht, das müsst ihr wissen. Wer seid ihr und wer sind diese Wesen, mit denen ihr euch umgibt? Wer ich bin? Also bitte, es muss schon lange her sein, seit eine schreckliche Gestalt und Form wie ihr hatte. Ha. Eurem Geiste erkenne ich Dinge. Ich suche einen Ort, an dem ihr als zu Hause wart. Ich sehe einen Ort, in dem ihr als zu Hause wart. Kerzenburg. Bis zu jeder Nacht war das der einzige Ort, den ich kannte. Kerzenburg, ihr wart dort nicht wahr? Ja, als ich meine jüngere Gestalt hatte und schrecklich stolz auf meine magischen Fähigkeiten war. Doch darüber bin ich schon seit langem hinausgegangen und habe es zurückgelassen. Ah. Ihr habt einen alten Hunger in mir wieder erweckt. Ein Hunger auf etwas Handfestes, mein Kind. Kommt näher, damit ich mich an euch gütlich tun kann. Okay. Was ist es diesmal? Jetzt rette ich die Lage. Ihr braucht nur zu fragen.
Folgen Sie mir? Ja, Sie folgen mir. Ordentlich verdreschen. Wie ihr wünscht. Den Versainer ist mir gefolgt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Der dicke grüne Oger wollte mir nicht folgen. Und der Ghoul auch nicht unbedingt. Also ja, halten wir uns erstmal von hier fern und erkunden diesen Teil. Wünscht.